Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Port von Evoland 2 auf dem Konfignal. Ja, das Labor, die Tür scheint sich zu öffnen und wir werden gefragt, ob wir hineingehen wollen. Und mir fällt gerade auf, wir haben ja nochmal Mana, das wir irgendwie hier mal ausgeben könnten, aber wir sind bisher nicht wieder zu dieser Hexe gekommen, ne? Was haben wir da oben noch in der Mitte über diesem Symbol? Da ist unser Schiff. Und was sind es dann noch für Symbole? Also scheint hier noch ein bisschen was zu entdecken in Evolenz. Okay, scheint so einiges zu geben. Ich denke, wir sind noch lange nicht fertig. Aber egal, wir wollen ins Labor. Ja, jetzt liegt es in uns, die große Katastrophe zu verhindern. Nach gewissen Schriftrollen aus der Zeit des Kaiserreichs zu urteilen, hat der Professor Chiro die Technologie der Magie wiederentdeckt. Das ist eine einmalige Chance, mehr über sie herauszufinden. Als Wissenschaftlerin kann ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wollen wir erstmal einen Schluck trinken hier? Was immer ihr entscheidet, Kuro, ich werde euch folgen. Aber ich mache mir Sorgen um Menos. Bitch. Move, bitch. Out of my way. So. Bin ich mal gespannt, was wir da drin finden werden. Sieht aus wie ein Vorstuhl oder sowas. Oder was soll das darstellen? Nee, ist kein Vorstuhl. Okay, es erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an Silver Creek Falls. So, ich kann mal kaputt machen. Dich nicht, und jetzt passiert etwas. Unglaublich. Solche Relikte habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Es sieht so aus, als sei diese Uhrzeit einer Ewigkeit verlassen. Ich vermute, seit Professor Chiros Verschwinden hat sich niemand mehr hierher verirrt. Das war vor 50 Jahren. Vielleicht stolpern wir ja irgendwo über seine Gebeine. Gebeine? Aber ja doch, wenn wir Glück haben. Schließlich ist der Professor aller Wahrscheinlichkeit nach hier gestorben. Ich frage mich, wozu das hier gut ist. Ihh, ein Gespenst. Da sieht man nicht nach einem Gespenst aus. Eher nach einer aufgezeichneten Nachricht. Warum hören wir sie uns nicht einfach an? Von Chiro. Okay, vom Professor. 15. Februar 1947. Ah, Zahlen. Soeben bin ich in dieser Zeit angekommen. Ich habe das Signal des defekten Modells nachverfolgt, das mich hierher geführt hat. Es gelang mir, sie loszuwerden. Ihn und die Frau. Ich werde hier bleiben und darauf warten, dass Subjekt X erscheint. Ich denke mal, mit Ihnen und der Frau sind wir gemeint und mit Subjekt X ebenfalls. Ende der Aufzeichnung. Das ist ohne jeden Zweifel Professor Chiro. Er hat sich noch nie ohne diese Maske blicken lassen. Das muss bedeuten, dass auch er durch die Zeit reisen konnte. Lasst uns die Waffe suchen und sie zerstören. Oh, dieser Ort. Ich habe ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Wirklich verblüffend. Ich sollte mir Notizen machen. Ja, aber guck mal vorher in mich rein hier. Das ist nochmal das gleiche, okay? Ja, okay. Was ist denn das hier? Dieses Behältnis ist schon seit langem leer. Aber immer noch aktiv, wie es scheint. Dieses Geflicker nervt. Ja, das nervt tatsächlich ein bisschen. Aber kann man es kaputt machen? Nein. Liegt hier ein verstecktes Item, so wie Pokémon. Ist ja so eine typische Pokémon-verstecktes, unsichtbares Item-Stelle. Es sind komplexe mathematische Formeln zu erkennen. Ein Symbol taucht immer wieder auf. Unendlichkeit. Prophezeiung. Wasser wird alles überfluten. Der Ursprung der Zeit. Ein Diagramm eines Magelliten, das nahelegt, dass etwas darin verborgen ist. Also das mit den Überfluten, das haben wir schon in der Zukunft gesehen, dass das eingetreten ist. Und hier ist irgendwie was ausgebrochen oder so. Hat hier was die Scheibe zerschlagen. Ein defekter Computer, der ist aber noch intakt. Unscharfe Bilder eines sonderbaren, herumdüsenden Viechs. Eine Art blauen Igel, seltsam. Wer jetzt an Sonic denkt, der... keine Ahnung. Oh. Was geht da vor? Eine Art Alarm, glaube ich. Womöglich sind wir hier nicht willkommen. Ja, sieht ganz so aus. Diese Typen sehen ganz besonders fies aus. Ich glaube, wir sollten uns zusammentun und ihnen als Gruppe begegnen. Sehe ich auch so. Kuro entscheidet die Strategie, wir übernehmen den Rest. Aktivzeitkampfmodus, etwas Strategie in dieser kalten Welt. Okay, jetzt geht das los. Oh Gott, ich weiß ja nicht, ob ich das so gut
konnte. Stürm. So, Angriff erstmal auf den hier. Okay, das eine, der rote, den wir gemacht haben, das war ein Crit, deswegen war der gleich weg. So. Au. Wer ist denn da fast... Nee, fast tot ist keiner. Das ist die Zeit bis... Eis. Sehr schön. Und du haust jetzt da drauf. Komm, weg. Na bitte. 15 XP. Und 5... Nee, 3 Gold. Wow, 3 Gold, meine Güte. Ich glaube, diese Metallkreaturen haben unsere Anwesenheit bemerkt, als wir auf das Gitter getreten sind. Passt auf, wo ihr hinlauft. Okay, also für die Zukunft möglichst vermeiden, auf Gitter zu treten. Gut. Du bist kein Gitter, aber hier passiert nichts. Kann ich hier weiter lang? Nein. Wir können es jetzt natürlich... provozieren, indem wir auf die Gitter treten. Aber muss jetzt nicht unbedingt, da ich außerhalb von Final Fantasy jetzt auch nicht unbedingt der Fan dieser Kämpfe bin. So, was gibt's denn hier hinten? Hier kommt doch bestimmt zu der Schatztruhe da oben, ne? Genau. So, noch ein bisschen Geld mitnehmen und bestimmt einen Stern. Nein, Rikonerz, das zweite schon, sehr schön, davon können wir uns doch bestimmt wieder was machen. Ich glaube, für das Schwert haben wir 3 gebraucht, wenn ich mich nicht irre. Ist schon ein bisschen her. Und jetzt haben wir hier nur Gitter. Okay. An diesen Gitter kommen wir auf keinen Fall vorbei. Macht euch auf einen harten Kampf gefasst. Okay, das ist alles, was ihr zu sagen habt. Kann ich nicht mal irgendwie speichern oder so vorher? Oder unten ist eine Truhe. Ja. Oh, was ist denn das für ein Roboter? Erstmal auf den draufhauen. Das sieht nämlich böse aus. So, du stürmst mal und du greifst den auch mal an. Obwohl das mit dem Eis bei Velvet-Stürmen bestimmt nicht so schlecht ist. Okay. Weil durch das Einfrieren dann noch... Du stürmst mal. So. Dann hauen wir da mal noch drauf. Okay, der kann jetzt bestimmt noch mal angreifen, hä? Ne? So, lebt aber immer noch. Na gut, so. 20 XP und 3 Gold. Es kommen noch mehr. Jo, rastet halt das mal aus. So, erstmal auf die Großen hier. Du stürmst. Du stürmst. So, was sagt die Lebensanzeige? Das ist alles noch im Rahmen. Mit Rahmen meine ich nicht die Nudeln. So, 30 ist schön. Gehen wir mal auf den, weil den anderen haben wir schon angeschwächt. So, die haben jetzt erstmal doppelte Attacke hier drauf gekriegt. So, Kuro macht jetzt den hoffentlich mal weg. Sehr schön. Der ist jetzt wieder aufgetaut. Okay. So, Angriff. Auch mal da drauf. Kuro macht viel Damage, schaut auf den Großen, du haust da nochmal drauf. Ein Crit reicht aber noch nicht. Ja, Kuro hat langsam ein bisschen wenig Life hier. Hoffentlich gibt es da mal eine Möglichkeit, es wieder aufzuladen. 35 XP und 5 Gold. Ich möchte darunter bitte zur Truhe. Wir müssen einen Weg finden, diese Gitter unschädlich zu machen. Gegen all diese Kreaturen haben wir keine Chance. Da hast du recht. Ich möchte aber trotzdem da unten hin. Ich kämpfe jetzt einfach nochmal. Das ist bestimmt nochmal der gleiche Kampf und danach gehen wir wieder bestimmt nach rechts und dann muss ich nochmal kämpfen, um wieder nach links zu kommen. Das ist jetzt so eine Idee von mir. So, na komm, haut alle zu. Bei mir dauert das so lange, bis ich wieder angreifen kann. Ich habe so eine ewig lange Wartezeit. So, sag, was ist eigentlich bei Magie? Frostrüstung und Schub. Schub macht bestimmt schneller, hä? Und macht, dass ich gleich angreifen kann, ja. So, hau ab. Ja, lebt immer noch. Ah, der Schub ist auch noch aktiv. Schub ist immer noch aktiv, okay. So, du auch nochmal drauf, dann müsste der weg sein. Jetzt renne ich bestimmt wieder einfach nach rechts.
20 Gold und 3 Gold, es kommen noch mehr. Achso, das kommt ja jetzt auch noch. Es kommen ja jetzt nochmal welche. Ach, meine Güte. So, wenn ich mal dann nach rechts rennen, müssen wir nochmal warten. Das ist nicht so cool. Was heißt warten? Müssen wir nochmal uns so durchprügeln? Ich denke, es war nicht so klug, hier durchzugehen. So, seid ihr mal langsam fertig? Danke. So. Ja, ist mehr auf dem Weg. Na komm. Velvet ist auch gleich am Arsch. So, du bist erstmal weg. So, die durften doch auch nicht mehr allzu viel aushalten. Wen habe ich denn jetzt? Bestimmt Kuro, ne? Ja, das war ein bisschen wasted, der Angriff. Und Velvet ist tot. Kuro hat auch nicht mehr so viel. Okay, der ist weg, das ist gut. So, du auch weg. Wir müssen uns dann erstmal ein bisschen heilen hier. Ne, wir rennen wieder dahin zurück. Okay, also wir kommen jetzt erstmal nicht zu der Schatztruhe runter. So, zum ersten Mal brauchen wir hier mal Grüntrank war live, ne? 50% Leben zu erhalten. Ja, okay. Der rote war doch zum wieder... Ach ne, 100% Leben, ne. Müssen wir uns dann mal wieder bei Gelegenheit einen neuen Trank von der Pampe machen lassen. So, hier können wir nichts machen. Noch ein Herz. Das ist sehr schön. Kann man durch kaputt machen? Nein. Fehler, letztes Sicherheitssystem ist noch online. Müssen wir erst auf dich drücken. Ja, ist auch noch online. Wir müssen die wohl nach der Reihe ausschalten oder so, vielleicht. Ja, eins deaktiviert, okay. Dann... Nee. Dann dich vielleicht. Ja. Dann dich und da oben war noch eins. Da müssen wir hier außen rum. Noch zwei sind hier. Dich. Ich mach mal kaputt. Nee. Ist hier noch eins irgendwo? Hier drüben? Ah, hier oben, okay. So, fünf. Und da ist noch eine ganz große Tür hier oben. Sicherheitssystem offline für Labore 16 und 32. Wenn ich jetzt wüsste, ob wir... Probieren wir es mal aus. Okay, funktioniert. Sehr schön. Dann holen wir uns noch die Truhe hier unten. Ein Stern zum Sammeln. Okay, das war zu erwarten. Nehmen wir aber mit und hoffen, wir kommen jetzt in Labor 32 rein, dass wir da auch unsere Ruhe vor den Viechern haben. Ja, sieht so aus. So, wir speichern und haben eine neue Nachricht. 14. Juli 1949. Wie erwartet ist Subjekt X erschienen. Sie ist noch ein kleines Mädchen, doch schon jetzt verfügt sie über phänomenale Kräfte. Oder war Subjekt X? Subjekt X, dieses kleine Dämonenmädchen, was wir da mal in den Bergen vor den kaiserlichen Armeen gerettet haben, ist das vielleicht Subjekt X? Ich konnte sie gefangen nehmen, aber vernichten konnte ich sie nicht. Ich habe den Prozess der Energieextraktion eingeleitet. Mir fällt gerade auf, der Professor Chiro, seine Frisur sieht verdammt ähnlich nach Kuro aus. Hä? Chiro, Kuro, vielleicht ist Chiro irgendwie der Vater von Kuro oder sowas, weil das sieht verdammt nach Kuro aus, die Haare. Immer schon beim ersten Mal aufgefallen, irgendwie kommt mir der bekannt vor, aber... Mal schauen, ob da was dran ist. Das sollte sie schwächen. Ende der Aufzeichnung. Hä? Was ist da los? Wir sollen hier im Dunkeln klarkommen. Gutes Deutsch. Ja, Licht ist doch wieder an, alles chillig. Und es ist wieder aus. Nichts kann. Und ist wieder da. Hey, das Licht ist wieder an. Ich kann nur hoffen, dass das nicht mehr lange so weitergeht. Und es ist aus. Ja, das könnte etwas unbequem werden. Los, suchen wir den Generator, um den Fehler zu beheben. Okay. Okay, ihr Behältnisse seid alle gleich. Das... Okay. Oh, Velvet ist noch im Arsch. Wieso kann ich die nicht heilen?
Okay, und Velmet ist tot. Kannst du... Kann heilen irgendwie so? Ne, jetzt haben wir bloß eine Rüstung. Heilen kannst du nicht so richtig. Oh, verfehlt. Das ist nicht so cool. Oh. So. Auch verfehlt. Und wenn Kuro verfehlt, ist das echt nicht cool. Heilen. Kannst dich selbst mal heilen. Wenn du schon Velvet nicht heilen kannst. Oh, sogar voll heilen. Okay, das ist... Oh, treff doch mal, du Sau. Meine Güte. Boah, ist es euer Ernst? So, kommt. Die Kackdinger hier. Und doch wohl kaputt kriegen. Immer drauf. So. Immer draufhauen. So. Ah, jetzt geht's wieder gut, Velvet, hä? Okay, hier links haben wir wieder einen PC. Ich denke mal, überall, wo diese komischen Bodenplatten hier sind, können solche Dinge rauskommen. Ein paar Kreaturen haben offenbar versucht, diesen Computer mit ihren Klauen zu bedienen. Okay, hier dürften zumindest keine mehr rauskommen, sieht nicht so aus. Ein Herz, sehr schön. Das sieht nach Hebel aus. 1 von 5 Steuerelementen aktiviert, okay. Hier unten sind wieder solche Dinger, hier kommen bestimmt wieder welche raus. Ja. Oh, Velvet hat wieder ein bisschen Leben. So, Kuro greift erstmal an. Fangen wir oben an. Du heilst jetzt mal Velvet. Sehr schön. Zumindest fast voll. Und Velvet stürmt mal eine Runde. Kuro greift wieder den oberen an. Fina kann auch mal eine Runde stürmen. Und du machst das Eis in die Mitte, weil du dann alle triffst. Sehr schön. Der obere ist weg. Kuro greift jetzt den mittleren einmal an. Und Fina stürmt auf den unteren mal los. Und du greifst den auch mal an. Sehr schön. Easy going. Boah, das Flackern nervt ja richtig hier, meine Güte. Oh, es geht noch weiter. Noch mehr. 6 Stück hier. So. Stürm. Stürm. Komm, 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 komm. Fina muss sich dann noch langsam mal heilen hier. Die haben aber auch viel Leben, die überleben so viel hier. So, du tust mal die einfrieren. Du stürmst mal hier rüber zu. So. Sind die nicht langsam mal irgendwie tot? Danke, wenigstens einer. Au. Au. So, Velvet greift auch mal an hier, dass mir jetzt ein bisschen Damage kommt. Du greifst den auch mal an. Du heilst dich mal selber. So. Und danach kannst du Velvet mal heilen. Kuro haut den mal weg. Eine 70, sehr schön. Velvet, erstmal greifen wir die Großen wieder an. Du heilst mal bitte Velvet, bevor die uns wieder abnippelt. So, aber Kuro kannst du dann eigentlich auch mal heilen. So, ist der nicht langsam mal weg? So, komm, hau ab. Du heilst Kuro. Dankeschön. Und der ist doch jetzt mal weg, ja. Okay, dann haben wir die da drüben noch. Da könnten wir dann theoretisch, zumindest Velvet könnte noch mal stürmen. Du kannst mal angreifen. Okay, solltest eigentlich gar nicht den angreifen, aber gut. So, Fina kann sich dann mal wieder selbst heilen. Kuro vom
Sauts wieder, sehr schön. So, einmal hinein nochmal weg. Du heilst dich mal selber. Und Kuro greift. Oh, Kuro! Gib dir mal Mühe. Meine Güte, das ist nicht zum Aushalten hier. Da ist es euer Ernst. Danke. Danke. So. 45 EP, 6 Gold. Und danke auch an euch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.